Hi ihr Lieben, ich bin Wiebke Käferlein und leitende Ärztin im Bereich ästhetische Medizin bei M1 Meet Beauty. Heute geht es um den Kinnaufbau mit Hyaluronsäure. Das zeige ich euch jetzt. Viele unserer Kunden, sowohl Männer als auch Frauen, kommen zu uns, weil sie unter ihrem Kinn leiden. Viele haben ein sogenanntes fliehendes Kinn, das heißt, es ist flach und optisch kaum vorhanden. Dadurch sieht das Gesicht undefiniert aus und im Seitenprofil unausgeglichen. Wir können beim Kinnaufbau das fehlende Volumen im Kinnbereich mit Hyaluronsäure ersetzen, sodass die gesamten Gesichtsproportionen in ein harmonischeres Verhältnis zueinander rücken. Auch kleinere Kuhlen, Unebenheiten oder Grübchen lassen sich durch die Unterspritzung hervorragend ausgleichen. Der Kinnaufbau verläuft in nur wenigen Minuten und ist relativ schmerzarm. Kleinere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel blaue Flecken oder Rötungen, können zwar auftreten, sie klingen jedoch nach einigen Tagen wieder von selbst ab. Wichtig ist, dass man sich nach der Unterspritzung nicht auf das Kinn stützt und dieses auch nicht massiert, da die Hyaluronsäure mehrere Tage braucht, um sich zu stabilisieren. Wir arbeiten mit Produkten von verschiedenen Herstellern, wodurch wir auch Haltbarkeiten haben zwischen 6 Monaten und 1,5 Jahren. Für langfristige Ergebnisse empfehlen wir regelmäßige Wiederholungen. Dann können sich die Produkte gut aufeinander aufbauen und dadurch erreichen wir eine starke Verlängerung der Haltbarkeit. Also ich bin Fachbesucher, wirklich total cool. Sehr gut. Wie oft ist hier denn diese?